Also heute geht es um die Glasur. Ich zeige euch mal verschiedene Techniken, wie man was glasieren kann. Wir fangen mal an. Die Glasuren müssen alle gut aufgerührt werden. Ich habe hier ein paar Glasurpulver. Das wird mit Wasser angerührt und ist dann ein bisschen dicker wie Milch. Pfannkuchenteig wäre zu dick. Das muss man so rauskriegen, wie dick das sein muss, damit es eine schöne Deckung hat. Es gibt auch Fertigglasuren von den Keramikfirmen, die aufpinselt werden. Das zeige ich euch später. Und ich zeige euch jetzt mal, wenn man professionell glasiert und mit selbstgemachten Pulverglasuren und so weiter. Man nimmt das Schälchen, nimmt eine Kelle, kippt das rein, hält die Hand, dreht die nach innen und fängt an, das auszukippen und dreht es zugleich um. Und dann ist das Schälchen auch innen schon komplett glasiert. Dann wird es so abgetropft, der Rand weggezogen. Und wenn es so fast trocken ist, fahre ich innen nochmal drüber, dass da keine dicken Ränder stehen bleiben. Dann nehme ich einen Schwamm, wische das außen ab. Und bevor das dann außen glasiert werden kann, muss das erstmal trocknen. Das ist jetzt schon trocken. Und da zeige ich jetzt, wie man so ein Muster macht. Und zwar tunkt man das Schälchen einfach nach innen bis hierher. Tunke ich das mal ein. Zeig das mal so ein bisschen. Und lass es schön abtropfen. Ich drehe das immer ein bisschen, damit es abtropft richtig. Dann drehe ich das um. Mache die dicken Ränder ein bisschen weg. Und dann kann ich das von unten nochmal ein bisschen tunken. Mache ich nur so am Fuß ein bisschen rein. Wenn jetzt hier noch Lücken sind am Boden, kann ich das einfach mit dem Finger voll tupfen. Und dann wische ich den Boden ab. Ganz wichtig, weil sonst klebt es im Ofen fest. Und dann habe ich da einen schönen, unterschiedlichen Rand. Und da kann ich zum Beispiel, das ist ein Graphitstift, das gibt es in die Keramikbedarfsläden zu kaufen, den malen wir einfach wie ein Bleistift. Und da kann ich jetzt so Kringel malen. Oder was ich will, kann Streifen malen. Kringel, ich mache es jetzt mal wie das da. Und dann habe ich hier so Glasur abgefüllt, ein Malbällchen. Und dann mache ich die hier mal einfach innen am blauen Tupfer. Und dann kann ich unten noch ein paar Tüpfchen machen. Und oben mache ich ein anderes Blau, ein Dunkelblau. Auch schon fertig glasiert. Und wenn es gebrannt ist, schaut es dann fast so aus. Bloß habe ich jetzt oben dunkelblau und hier hellblau, also verkehrt. Ich glasiere jetzt mal den Pflanztopf. Der hat unten ein Loch,
damit der da direkt einpflanzt werden kann. Das heißt, der wird innen nur bis ungefähr hierher glasiert. Ich tunke jetzt einfach mal diesen Topf ein. Dann habe ich da oben den Rand schon innen. Dann schaut es sauber aus. Ein bisschen drehen, dass das abtropft, und dann die dicken Stellen gleich noch ein bisschen verreiben, solange es noch feucht ist. Und dann gehe ich mit der anderen Farbe von außen. Dann noch mal. Und unten den Boden auch nochmal drüber. Dann wische ich die Kante, dass es nicht im Ofen festklebt. Ganz sauber, ruhig zwei, dreimal auswaschen den Schwamm und immer wieder drüber. Es muss richtig gut sauber sein. Und dann kann ich in der Mitte noch gestalten. Das kann ich mir jetzt überlegen, was ich mache. Ich würde jetzt vielleicht einfach mal nur dunkelblaue Punkte machen. Das sind jetzt drei Blautöne, das ergänzt sich recht gut. Das kann man variieren, wie man mag. Man kann auch ganz übereinander glasieren, man kann nur oben machen und unten freilassen. Also da hat ja jeder seinen eigenen Stil, das ist ja das Besondere. Und dann schaut es eigentlich ganz nett aus. Und den Unterteller, den mache ich jetzt wie der untere Teil. Das ist das mittlere Blau. Den gieße ich mal mit der Kelle rein, drehe es ganz schnell rum. Mache den Rand erstmal weg, dass es nicht zu dick wird. Dann ziemlich schnell, sobald es angetrocknet ist, wenn es weiß wird, kann man es anlangen, dann kann man reingreifen. Und dann drehe ich es, halte da mit zwei Fingern das fest und kipp mit der Kelle nochmal drüber. Abtunken und greife es nur mit zwei Fingern, drehe es, mache die andere Seite. Dann wieder die dicken Stellen gleich noch verstreichen, solange es feucht ist. Wenn es zu dick ist, kriegt es Bläschen, dann wird es nichts. Und dann den Rand wieder abwischen. Dann gehe ich da mit dem Rand, am Rand einfach nochmal drüber. Dann nehme ich einfach einen Pinsel. Und streicht es nochmal schön dick, gleichmäßig. Manchmal bleibt sonst der dünne weiße Rand, der nicht so schön ist. Deswegen würde ich das einfach nochmal mit dem Pinsel nachfahren. Gut, dann haben wir unser Pflanztöpfchen fertig glasiert. Ich habe euch heute eine Technik gezeigt, wie man die Töpfchen tunkt und mit Glasur und Graphitstiften gestaltet. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ich freue mich, wenn es mir einen Daumen hoch gibt und mich abonniert. Bis bald!